Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Match My Trade am Montag. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Letzte Woche hat der DAX ja gut 2% zugelegt. Am Freitag hat er sich dann, wie so oft, etwas schwächer ins Wochenende verabschiedet. Dazu hat allerdings auch einmal mehr das Dauerthema Handelsstreit beigetragen. Besser gesagt, Donald Trumps letzte Äußerungen dazu. Einen Tag zuvor hieß es ja noch seitens China, man habe eine Übereinkunft erzielt. Dann aber ließ Trump verkünden, dass er, so wie es eben schien, nicht zugestimmt habe, bereits verhängte Strafzölle gegen China zurückzunehmen. Was das jetzt für den weiteren Verlauf der Verhandlungen bedeutet, ist noch nicht ganz klar. Mehr oder weniger sicher ist aber, dass es so kein Phase-2-Abkommen geben wird, wenn die Zölle eben nicht schrittweise zurückgenommen werden. Im Prinzip sind wir jetzt also genauso schlau wie vorher, nämlich gar nicht eigentlich. Trump schickte dann noch hinterher, wenn es kein großartiger Deal ist, wird er ihn nicht machen. Naja, alles andere als großartig war auch unser letzter Deal, unser letzter Trade. Ein Knockout-Put war letzte Woche bei weitem nicht die richtige Wahl. Ging fast 35% in die Grütze. Shit happens. Wir machen trotzdem einfach unbeirrt weiter. Wie habt ihr für den DAX am Freitag dieser Woche abgestimmt? 13.215 Punkte, das ist unser aktuelles Kursziel. Warum, wieso, weshalb? Ihr habt wieder fleißig auf Facebook abgestimmt. Sebastian meint zum Beispiel, der DAX, der sei die letzten Wochen gut gelaufen und braucht jetzt auch einfach mal eine Verschnaufpause. Am Freitag dürfte er bei 13.000 Punkten genau stehen. Dominik hingegen ist weitaus bullischer. Ein paar gute Zahlen heben den DAX nochmals an auf 13.478 Punkte. Danach sollte es ruhiger zugehen. Ja, die Woche ist zahlenmäßig in der ersten Reihe noch einiges geboten. Post, Infineon, Merck, Henkel, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, die öffnen ihre Bücher. Ist ja dann hoffentlich die eine oder andere positive Meldung dabei. Ronny nennt lustigerweise genau dasselbe krumme Kursziel, 13.478 Punkte. Müssen wir schon verraten, was es damit auf sich hat. Ich habe den Chart wirklich ganz genau untersucht, auch nochmal Kollegen zu Rate gezogen. Ist auf jeden Fall einer der Hochpunkte aus dem Jahr 2017. Aber was da genau sich abspielen soll bei 13.478 Punkten, das würde mich schon nochmal interessieren. Auf jeden Fall meint Ronny, und da bin ich auch ganz bei ihm, momentan einfach verdammt schwer einzuschätzen. Es kann alles passieren. Gregor, der nimmt es pragmatisch. Mangels Alternativen erwartet er auf Wochensicht weiter steigende Kurse. Zum Wochenende steht der DAX bei 13.495 Punkten. Ich habe es ja gerade gesagt, unser durchschnittliches Kursziel gerade bei 13.215 Punkten. Und wenn ich jetzt hier so auf unseren DAX gucke, wie er gerade performt, ist das aktuell schon sehr, sehr nah dran. Zeitweise waren es jetzt nur 15 Punkte, die uns davon getrennt haben, beziehungsweise 20 Punkte. Also das ist gerade etwas heikel. Wenn ihr damit einverstanden seid, würde ich sagen, wir verschieben den Trade jetzt auf nächste Woche, halten da erstmal die Füße still, weil ihr euch auch was die Kursziele angeht, da relativ uneins seid. Und von daher, die Woche, ja, würde es sich vielleicht tatsächlich anraten, erstmal nichts zu machen. Und ab nächster Woche haben wir vielleicht etwas mehr Gewissheit, wie es weitergeht. Ich hoffe, alle sind damit einverstanden, dass wir jetzt erstmal die Füße stillhalten, die Woche auf uns zukommen lassen. Aber ich bitte euch trotzdem, ab nächsten Freitag wieder fleißig mit abzustimmen, wie der DAX dann den darauffolgenden Freitag stehen könnte, wo wir dann hoffentlich auch wieder was traden können. Die Umfrage startet wie gewohnt am Freitag. Nicht vergessen, selbst wenn hier nichts zu gewinnen ist, gerade am Gewinnspiel für ein Jahresabo von der Aktionär nehmt ihr trotzdem automatisch teil. Von daher, ja, ich hoffe, ihr seid jetzt damit einverstanden und wir sehen uns dann auf jeden Fall am nächsten Montag wieder. Bis dahin.